Hello, hello. We are with the horse. And I have carrots and apples for him. Yes, more carrots and more apples. Yes, yum, yum, yum. Oh, it's real good. Oh, that is so good. Oh, that is so good. We have more apples in here. So good, so good, so good, so good. Yes. And I want to make this video for my brother and my parents and my aunts. And I want to talk in German. So. Hallo, hallo, wie geht's euch? Das ist mein Freund. Okay. Mein Freund, und der heißt Enchanted Unicorn. Ja, und wir besuchen ihn immer. Wir besuchen ihn ungefähr einmal in der Woche. Yes. Und dann schmuse ich mit ihm und gebe ihm Äpfel und Mohrrüben und Bananen. I tilt this a little bit down. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yeah. A little bit up. So. Yes, yes, you are my everything. Yes, you are. Oh. Und der riecht gut. Ho, ho, ho. Der riecht so gut. Yes, you are. You smell so good. Oh, yes. Der ist so schön, ist der. Mein schöner Freund. Yes. My beautiful being. My beautiful boyfriend. Is that? Yes. Yes. You are my everything. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mir Sorgen gemacht, natürlich. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach zum anderen Haus. Ich kann keine Örtlichkeiten nennen, weil da Leute sind, die, es hört sich ein bisschen dramatisch an, aber ich bin bedroht worden schon. Und deswegen kann ich keine Örtlichkeiten sagen. Aber wir sind auf dem Weg zum anderen Haus und da werde ich dann gleich erstmal im Internet nachgucken, Gmail, gucken, ob Fabian geschrieben hat, wie es Papi geht. Und ich hoffe, dass er gut durch diese Operation durchgegangen ist. Denn das ist ja eine harte Operation. Und im hohen Alter ist es ein hohes Risiko, eine Vollnarkose zu erleben. Und das war nämlich so mit Pauls Vater Ernie. Die Ärzte wollten bei dem noch eine Heart Bypass Surgery machen. Und das hatte ich ja schon damals erzählt. Und der tat mir so leid, ne? Und das wollten die gegen seinen Willen machen. Und da habe ich da im Krankenhaus angerufen und habe mit dem Chirurg gesprochen und habe den gefragt, ob der Ernie seine bewusste Einwilligung gegeben hat. Und er hat gesagt, ja. Und da habe ich gesagt, okay, dann möchte ich das aber von ihm schriftlich haben, dass Ernie seine bewusste Einwilligung gegeben hat, denn ich weiß ganz genau, dass Ernie das nicht gemacht hätte. Und als ich das gesagt habe, hat der Arzt dann nachgegeben und gesagt, okay, dann machen wir eben diese Bypass-Surgery nicht. Da habe ich gedacht, oh Gott, thank goodness. Nee, das hätte ihn sicherlich umgebracht.
mit dieser Vollnarkose. Und dadurch, dass es nicht passiert ist, war Ernie in der Lage, noch nach Texas zu fahren zu seinem Sohn Lee und seiner Familie und durfte noch mit denen ungefähr ein halbes Jahr zusammen sein, bevor er starb. Und da, das fand ich gut, dass er dann noch mit der Familie zusammen sein konnte und dass er nicht leiden musste mit dieser Operation. Also ich bin persönlich gegen Operationen. So, deswegen mache ich mir Sorgen und gucke ich erstmal gleich nach, ob Fabian geschrieben hat. Und wenn er nicht geschrieben hat, dann schreibe ich ihm und frage, wie es Papi geht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Yes. You are my everything. I think about you all the time. Yes. You are so much fun. And you are so innocent. And so kind. And he doesn't judge anyone. Yes. It's that ego is a lot less complicated. Yes, we humans have a more complicated ego. Much more complicated. Yes. It's much easier, everything. Yes, you are my everything. Yes. Oh. Ja, der kommt immer angerannt, wenn er uns sieht, wenn er den Van sieht, kommt er angerannt und freut sich immer und wiehert, wenn er uns sieht. Yes, you love us and we love you. Yes, you are my everything. Yes, you're looking at Paul, I see. You're looking at Paul like, now, do you have any more? Do you have any more in there? You got something else, Fritos or something? No, I can't. Don't have any more. Yes. No. Don't have any more. Yes, you're beautiful. It's my enchanted unicorn. Oh, yeah. Entzückend. Entzückend. Entzückende. Entzückende. Yes, entzückend. Gorgeous und der fühlt sich immer entspannt, wenn ich hier bin. Und dann macht er diese Geräusche mit der Nase, Entspannungsgeräusche, Snorting Sounds. Yes. Und ich freue mich ganz riesig, dass hier Pferde sind, die wir besuchen können. Auf der anderen Seite von dem Haus in, kann ich keine Örtlichkeiten nennen, aber auf der anderen Seite in die Richtung, da sind auch nochmal Pferde auf einer Weide, die wir auch manchmal besuchen. Aber ihn besuchen wir einmal in der Woche und das ist toll. Er ist etwas abgelegen von der Hauptstraße, aber wir fahren hier trotzdem immer hoch, um ihn zu besuchen. Und es ist auch eine schöne Strecke, es ist ein schöner Weg. Yes, you are my everything. Yes, you are my everything. Yes, es fühlt sich gut an, mit ihm zusammen zu sein. Wirklich gut. Es fühlt sich so gut an. Yes. Oh. Yes. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt selber ihn nicht reiten. Wenn er mein Pferd wäre, würde ich ihn nicht reiten. Ich würde nur mit ihm spazieren gehen. Aber ich würde Paul auf seinen Rücken setzen. Das würde ich tun. Yes, that's what I would do.
I would let Paul ride you. Yes, and I would hold you on the leash and the head harness. And walk you with Paul on your back through the forest. That's what I would do. And that would be so nice. That'd be so much fun to do that. Yes, that would be so much fun. Schön heute. Es ist nicht so heiß mehr. Wird jetzt langsam Herbst. Und die Luft ist gut. Hat auch etwas geregnet, was hier wichtig ist für diese ganzen Gegenden, weil die hier Waldbrände hatten. Und da habe ich mir große Sorgen gemacht. Und dann hat es mehrfach geregnet und dann habe ich mich ganz riesig, unendlich darüber gefreut. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass wir befreundet sind mit ihm. Yes, I'm infinitely grateful for you, baby. You are my enchanted unicorn. And it means everything to me to be with you, my babes. This means the world to me. He is the ultimate. Yes, you're the ultimate. The ultimate. Yes. Paul doesn't have anything in there. No, we already gave you all the apples and carrots. Yes. And you're also obese. You're very obese. Yes, we're both quite overweight. Yes, but that's okay. It's all right. What matters is that we have gratitude for everything that's beautiful in the world. That's what matters. So, okay. So, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.